Hi Leute, ich bin's, Marc von German Comic Books. Diese Woche stelle ich euch zwei Comics vor. Einmal die Reihe, die komplette Reihe Der Pfad des Dao und Abenteuer ohne Helden und 20 Jahre danach. Und das Ganze geht direkt nach dem Intro los. Als erstes stelle ich euch die Reihe Der Pfad des Dao vor. Die ist beim Splitter Verlag als Hardcover-Album erschienen. Ist schon einige Jahre her, dass das Ganze herausgebracht wurde. Nämlich in drei solchen Alben ist diese Reihe abgeschlossen. Das ist der erste Band. Hier haben wir den zweiten und das ist der dritte Band. Die liegen preislich alle so zwischen 14,80 Euro und 16 Euro, haben so ungefähr 60, 64 Seiten und sind hier komplett geschrieben von von Mathieu Mariol und Federico Ferignani sind die Bände alle gezeichnet. Optisch ist das Ding hervorragend umgesetzt. Erzählerisch fand ich es auch ziemlich stark. Hier ist es so, dass wir den jungen Mikedi treffen. Der ist Sohn eines Fürsten im feudalen Japan. Der bekommt irgendwann Besuch von so einem wandelnden Samurai namens Misushi, der fordert den obersten Samurai dieses Clans heraus, gewinnt das Duell und hat dadurch Anrecht, selbst Samurai in diesem Clan zu werden, was er jedoch ablehnt. Stattdessen anbietet, dass er den jungen Mikedi auf seine Reise mitnimmt und den Pfad des Dao lehrt. Und genau um diese Lehre des Pfad des Daos, darum geht es in diesem Band. Der junge Mikedi bereist dann halt mit Misushi die Welt und Misushi versucht ihm zu vermitteln, was den Pfad des Dao ausmacht und was ihm selbst wichtig ist. Weil Misushi versucht, jeglicher Gewalt, wenn es denn möglich ist, aus dem Weg zu gehen und schätzt halt das Leben. Und dieses Schätzen des Lebens versucht er halt an seinen Schüler Mikedi weiterzugeben, der allerdings schon eine relativ engstirnige Ansicht von allem hat, weil er halt aus einem reichen Elternhaus kommt und nichts anderes kennt und gesagt bekommen hat, du musst mal irgendwann der Mann der Kaisertochter werden, was halt Mikedis Ziel ist. Das heißt, er möchte irgendwann die Kaiserstochter des Reiches um die Hand anhalten. Und Misushi versucht im Laufe seiner Lehre und der Jahre, das streckt sich halt über mehrere Jahre, diese Reihe, mit vielen Abenteuern, die beiden bestehen, aber auch Schulungen, die dem Jungen beigebracht werden, ihn dazu bewegen, den Wert des Lebens zu erkennen und selber zu erkennen, was eigentlich wichtig ist im Leben. Und Mikedi ist allerdings so verblendet, dass er die Lehren, die sein Meister ihm versucht zu vermitteln, einfach nicht wirklich erkennen kann und sich dann in eine Sache verrennt, wo das Ganze auch auf ein fast schon unvermeidbares Ende hinzuläuft. Und das hat mir echt gut gefallen und gezeigt, wie unterschiedlich manche Sachen gesehen werden kann und was das in den Leuten auslösen kann und zu ganz, ganz unterschiedlichen Aktionen führen kann. Hat mir also von der Geschichte echt gut gefallen. Gleichzeitig haben wir hier ein unheimlich tolles Szenario und Setting. Das heißt, wir kriegen hier bombastische Kämpfe, Schlachten geliefert, aber es gibt halt hier auch unheimlich viele zwischenmenschliche Sequenzen. Also Mikedi bekommt unter anderem in einem Freudenhaus beigebracht, wie er sich Frauen gegenüber verhalten soll. Er wird gelehrt, wie er Gerichte kochen soll. Und all solche Sachen, die sind halt wichtig. Und deshalb gibt es natürlich in diesem Band auch unheimlich viel nackte Haut zu sehen und die ein oder anderen wirklich skurrilen Dark-Fantasy-Figuren, die hier ausgekramt werden aus dem feudalen Japan. Am krassesten fand ich dann wirklich die Kaiserin-Tochter. Hat mich, wie gesagt, erzählerisch voll mit in die Story reingerissen, mitgezogen. Und ich fand das eine schöne, abgeschlossene Geschichte, die mir echt gut gefallen hat. Bevor ich aber zu dieser Reihe eine Wertung abgebe, würde ich sagen, schauen wir mal kurz zusammen ins Artwork. Ja, Federico Ferignani kann in diesem Band wirklich zeigen, was er drauf hat. Wir haben hier so eine tolle Atmosphäre und Darstellung der Szenarien, dass keine Comic-Wünsche offen bleiben. Also super detailliertes Artwork mit wunderbaren Strichen und Straffuren, sodass wir hier eine ordentliche Tiefe in den Bildern bekommen. Wir haben wunderschöne Figuren, die toll gezeichnet sind, super starke emotionale Gesichtsausdrücke,
Extrem gewaltige Actionsequenzen, Darstellung von übernatürlichen Fantasywesen, die wirklich nur so vor Detail strotzen. Also insgesamt großartiges Artwork. Artwork habt ihr jetzt gerade gesehen, das ist wirklich hervorragend, super detailliert, ausgearbeitet, steckt ganz viel Liebe zum Detail drin, hat mich super gefesselt, mitgenommen, unterhalten und ganz viel Spaß gemacht. Also es ist wirklich eine starke Reihe, die toll erzählt ist. Von daher bekommt das Ding eine richtig fette Empfehlung und von mir 8 von 10 möglichen Punkten. Als zweites habe ich gelesen, Abenteuer ohne Helden und 20 Jahre danach. Das ist ein Doppelband, der beim Schreiber- und Leserverlag als Gesamtausgabe erschienen ist unter dem Label Alles Gute. Kostet 29,80 Euro, umfasst insgesamt 128 Seiten, ist geschrieben von John van Hamme und von Danny gezeichnet. Und wir bekommen hier zwei Geschichten geliefert, die zeitlich so ein bisschen unterschiedlich spielen. Und zwar findet die erste, ich glaube, 1974 statt. Da kommt es zu einem Flugzeugunglück, einem Flugzeugabsturz in einem Dschungel. Und dieses Flugzeug oder die Überlebenden dieses Flugzeugabsturz, die hoffen natürlich im ersten Moment noch auf Rettung, dass jemand kommt, der die da aus dem Dschungel rettet. Und verfliegt dann irgendwann, weil die merken halt, okay, das wird gar nicht so einfach, das Flugzeug hier in diesem dichten Dschungel, in diesem riesigen Dschungel zu finden. Und dann entwickeln die so ihre eigenen Überlebensstrategien. Das heißt, innerhalb der Gruppe kommt es dann zu, zu Streitigkeiten und Auseinandersetzungen, weil ein Teil der Gruppe sagt halt, okay, ich ziehe los und versuche, irgendjemanden zu finden, der uns hilft. Und andere sagen, okay, nee, wir wollen hier warten. Und so splittet sich die Gruppe schon auf, nachdem es auch zu einigen schon komischen Vorfällen kommt, weil da immer wieder mal Leute sterben, die entweder von wilden Tieren gerissen werden oder aber von jemanden getötet werden, der sich vielleicht in der Gruppe befindet. Wer oder was das ist, werde ich jetzt natürlich nicht spoilern. Auf jeden Fall ist ein Junge in dieser Gruppe, der hat irgendwann die Idee, es ist doch ganz einfach, wie wir hier rauskommen. Wir haben ein riesiges Leintuch, wir können ja einen Heißluftballon basteln und mit diesem Luftballon den Dschungel verlassen. Und so beschließt sich der Rest dieser Gruppe, die jetzt noch am Flugzeug übrig geblieben sind, diesen Heißluftballon dann zu bauen, was sich als relativ großes Projekt ereignet. Oder darstellt, dass die Gruppe aber auch schafft, wobei es dann bis zum Ende hin immer wieder Schwierigkeiten in der Gruppe gibt. Da möchte ich aber auch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Auf jeden Fall schafft es diese Gruppe dann irgendwann oder der Rest dieser Gruppe, dem Dschungel zu entfliehen. Und das ist dann der Punkt, wo die zweite Geschichte dieses Bandes dann anstartet. Dann haben wir nämlich einen zeitlichen Sprung von 20 Jahren und einige Personen oder Überlebende dieses Ereignisses werden plötzlich nacheinander umgebracht oder verschwinden. Und dann fängt man relativ schnell an, nachzufragen, ob also die restlichen Überlebenden, ob die eventuell der Nächste sind, der umgebracht wird, beziehungsweise was überhaupt los ist. Und so beschließt ein kleiner Teil dieser Überlebenden, sich auf den Weg zu dem Flugzeug zu machen, um das Wrack nochmal zu bergen. Weil da vermutlich ein Überlebender noch war, den man einmal ausfindig machen möchte. Und es gibt noch was, einen Zwischenfall, wo der israelische Geheimdienst auch noch eine große Rolle spielt. Die sagen nämlich, dass es in dem Flugzeugwrack noch Beweisaufnahmen gibt von Verbrechen, die vor längerer Zeit begangen wurden. Und die möchten, dass das Ganze gesichert wird. Und hinter diesen Aufnahmen scheint auch irgendjemand anders her zu sein, der dafür sorgt, dass nacheinander die Überlebenden immer weiter versterben und um die Ecke gebracht werden. Wer dahinter steckt, was das damit auf sich hat, möchte ich euch auch gar nicht zu sehr spoilern. Auf jeden Fall haben wir hier eine richtig schöne, spannende Geschichte, die, wie ich finde, hervorragend gezeichnet ist. Das hat wirklich so viel Spaß gemacht, das Setting, das Szenario zu bewundern. Ich würde sagen, wir schauen da einfach mal kurz zusammen rein. Ja, der Künstler Danny oder Daniel Henrutin, wie er richtig heißt, hat hier wirklich den Sprung in den realistischen Bereich geschafft. Das war so der erste Band, mit dem er zeigen konnte, was er wirklich drauf hat, mit realistischen Stories, die er hier wunderbar optisch umgesetzt hat und mich voll in den Bann gezogen hat. Ich fand gerade diese Geschichte im Dschungel am Anfang spektakulär, hat mich super in den Bann gezogen. Aber auch die Folgegeschichte, die inhaltlich ein bisschen schwächer war, sieht man nochmal, wie sich der Stil des Künstlers im Laufe der Zeit auch verändert hat und verbessert hat. Also wirklich großartiges Artwork, was wir hier in dieser Gesamtausgabe geboten bekommen.
Artwork habt ihr jetzt gerade gesehen, das gefällt mir richtig gut. Also vom Setting her, vom Stil her, vom Zeichenstil her hat mich der Band komplett überzeugt. Ich fand die erste Geschichte wirklich hervorragend. Die hat mir richtig gut gefallen, war auch meiner Meinung nach komplett rund. Die zweite Geschichte wirkte dann schon sehr konstruiert, weil die sollte halt auf die Ereignisse des ersten Bandes aufsetzen. Gleichzeitig hat sie versucht, neue Sachen reinzubringen. Wie gesagt, da spielt dann ein Mikrofilm eine Rolle, der israelische Geheimdienst und auch noch eine Figur, die mit den Ereignissen oder dem Abschluss des ersten Bandes, mit den Ereignissen des ersten Bandes nicht so ganz zufrieden war und nochmal eine große Rolle gespielt hat. Aber das wirkte mir schon sehr konstruiert, um da einen Bösewicht oder Bösewichter irgendwie in die Story zu integrieren. Hat mir am Ende trotzdem gefallen, aber man merkte, dass es einfach aufgesetzt war. Also man hat jetzt irgendwie versucht, noch die Geschichte weiter zu erzählen und das wirkte halt so teilweise ein klein bisschen konstruiert. Kann man aber, wie gesagt, trotzdem lesen, mir hat es trotzdem gefallen. Der erste Teil des Bandes, der hat mir richtig gut gefallen. Der zweite war dadurch, dass es ein bisschen konstruiert wirkte, etwas schwächer. Insgesamt ist es aber immer noch ein starker Band, der optisch wirklich überzeugt hat und von mir insgesamt 7,5 von 10 möglichen Punkten bekommt. Das war es auch schon wieder. Wir sind durch. Wenn euch die Review gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Solltet ihr mich noch nicht abonniert haben, lasst gerne ein Abo da. Ihr bekommt automatisch Bescheid, wenn ein neues Video von mir an den Start geht. Ansonsten wünsche ich euch natürlich wie immer ein schickes Wochenende. Viel Spaß beim Lesen. Wir sehen und hören uns. Bis dahin. Ciao.